Bum, ba, bo, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bo, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U, Part Nummer 33. Ja, im letzten Part haben wir uns ein wenig im Superstar Boulevard umgesehen. Also man sieht, ich habe gerade mal ein Level geschafft. Aber wir haben zwischendurch auch noch ein paar Mopsies gefangen, die ich auch weiterhin fangen werde. Und ja, wir werden auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier ein wenig weiterlaufen, ja. Oder wenn es nicht danach klingt, ich hatte meinen Spaß. Und ich habe immer noch meinen Spaß mit diesem Level hier. Oh, okay. Das ist natürlich doppelt gut, auch wenn es ich nicht brauche in dem Sinne. Außer halt, wenn man sie vielleicht treffen lässt in dem Sinne. Einfach aus dem Grund, weil das ist halt wieder dieses typische, ich meine, ich bin ja, ich sag ja selbst, ich bin ja kein Pro-Gamer in dem Sinne, aber es gibt irgendwo den Punkt, wo ich halt selber sage, wenn Spiele zu leicht werden in dem Sinne, und ich meine mit zu leicht halt, dass man halt nicht jetzt irgendwie alles First Try schafft, sondern einfach sogar, dass man halt in wenigen Versuchen schaffen kann. Und das Level ist jetzt eins von den wenigen in dem gesamten Spiel jetzt hier, wo ich halt echt das Gefühl habe, man wird halt als Gamer jetzt halt herausgefordert. Wisst ihr, was ich meine? Wo es auch wirklich darum geht, dass man halt auch einfach Skill beweisen muss, sage ich mal. So, jetzt bin ich an der Stelle hier, an der ich beim letzten Mal so oft gefailt habe. Okay, verstehe. Wo ist die letzte Münze? Ach so! Oh! Das ist ja gemein. Okay, ich habe es in dem Moment verstanden, nachdem ich die Flagpole berührt habe. Ja. Am Ende sind noch Münzen und da muss man genau getimed draufspringen, um auf die... Okay, da geht alles zu dem Pilzhaus. Okay, alles klar. Ihr wisst ja, was das heißt. Ich will jetzt die letzte Münze haben. Oh Mann, oh Mann. Ich habe mir erst lang überlegt gehabt, ist da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in dem Level versteckt ein... Ja, ein, na, sag schnell, ein Flughörnchen, Power-Up in dem Sinne. Aber wohl nicht, gell. Okay, zumindest habe ich jetzt das Level so am Ende kapiert, gesehen. Man hat ja gesehen, das ist nicht wirklich lang, das Level in dem Sinne. Aber, ja, das ist ja eigentlich auch der Witz dabei, gerade weil es nicht so lang ist. Das ist ja nicht unfair. Wenn das Level jetzt irgendwie noch dreimal so lang wäre, dann hätte man natürlich irgendwann sein Problem, gell. Aber, noch geht's ja. Jetzt brauche ich zumindest auch hier keinen Panzer mitnehmen, weil das hat sich ja auch erledigt. So, es geht ja nur um die letzte Münze hier. Und rüber da. Ich stelle mich hier an. Na. Na, okay. Also hier ist das Timing ein bisschen schwieriger. Also ich weiß nicht, ob man jetzt vielleicht doch einfach, wenn ich versuche, überhaupt nicht stehen zu bleiben. Also jetzt mal wirklich komplett... nur durchzurennen. Okay, wir haben jetzt hier erstmal unseren nächsten Mopsi, der sich irgendwo verirrt hat, gell? So, kommst du her, Mopsi? Vor allem, wenn man halt die Level schon eine Weile nicht mehr gemacht hat, gell? Ist halt auch so der Gedanke, dass man erstmal wieder gucken muss. Aber ich renne einfach drauf los. Ich renne eigentlich wirklich drauf los, wenn es darum geht. Ach, das ist nicht ein Level, wo ich sowieso durch die Gegend gerannt bin die ganze Zeit? Ich glaube, das war so ein Level, wo ich sowieso... Oh, ja. Man sollte vielleicht auch springen an der Stelle. Wo ich sowieso am Anfang mal durchgerannt bin, nachdem ich halt dann die letzte Münze da gesucht hatte. So, und so langsam dezimieren sich auch mal meine Leben, gell? Jetzt hat man auch mal einen Grund, warum man so viele Leben hat. Vor allem ist es halt immer wieder witzig, gerade für die Leute, die vielleicht an sich sagen, okay, ich habe jetzt das Level geschafft, warum soll ich jetzt da jetzt nochmal reinlegen, wieder eine Münze? Aber ich will halt auch die letzte Münze noch haben, das ist halt auch der Gedanke. Und dadurch, dass ich ja jetzt die ganze Zeit dieses eine Level gespielt, verdammt, da war es ja dieses typische, man wollte springen und da war an der Wand dran, hat man deswegen einen Wandsprung gemacht. Dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit dieses andere Level gemacht habe mit dem Rennen, bin ich jetzt auch schon eher gewöhnt, einfach mal nicht stehen zu bleiben. Auch wenn man natürlich jetzt auch dieses Level hier kennenlernen muss. Stell euch mal vor, wirklich jedes Mario-Level wäre darauf aufgebaut, ohne stehen zu bleiben, bis ans Ziel zu laufen. Dann, ja, dann hätte man die Übung drin und dann wäre das eigentlich überhaupt kein Problem. Aber dadurch, dass es erst jetzt der Fall ist, ja, lernt man es auch immer erst hinterher, gell? So, haben wir nicht. Sehr schön. Wie gesagt, zwei, drei Versuche ist halt dann trotzdem nicht schwer in dem Sinne.
sag ich halt mir. Erst wenn man halt wirklich sagen muss, man muss es so 20, 30 Mal versuchen, ab dann kann man sagen, ja, es ist schwer. Weil man muss ja auch lernen. Das ist immer so, man muss ja auch lernen. Man kann nicht einfach sagen, okay, ein Level ist schwer, weil man es First Try nicht schafft, sondern erst wenn man halt ein paar Mal failt, dann kann man schon sagen, okay. Eigentlich müsste ich mir einfach dieses Power-Up mitnehmen, gell, und durchs Level fliegen. Aber nee, das ist mir dann auch zu blöd. Dann, das macht ja den Schwierigkeitsgrad kaputt von dem Ganzen hier. So, dann gehen wir wieder zurück zu unserem Boulevard. So, da sind wir dann schon wieder. Und ja, jetzt hört ich auf mit dem Level hier. Ich habe ja schon im letzten Part gesagt, bis ich dieses Level hier fertig habe, werde ich vermutlich dann am Ende hier alle Mopsis gefangen haben. Aber da muss ich danach zum Glück dann nicht mehr raus dann danach, gell? So, also ich möchte jetzt mal wirklich gucken, komplett ohne stehen zu bleiben, einfach nur direkt zu springen, ob das Ganze halt auch so klappt in dem Sinne. Dass ich halt wirklich an der Stelle, wo dieser eine, wo ich halt da oben an die, na gut, das war vielleicht immer kurz stehen geblieben. Wenn ich halt jetzt wirklich, wobei ich muss ja teilweise stehen bleiben, weil ich kann ja dann nicht am Block, sonst springe ich ja am Block vorbei, gell? Sonst springe ich ja an V und kein, ja, genau. Wisst ihr, was ich meine? Genau das habe ich eben gemeint. Genau die Stelle hier. Man muss hier kurz stehen bleiben, damit man überhaupt an den P-Block kommt. Da ist nichts mit dauerhaft laufen. Ich meine, immerhin komme ich an die Stelle daran, aber ja. Wird Zeit, dass ich da auch endlich mal. Vor allem, ich muss ja die Stelle halt nochmal schaffen. Und ich muss ja dann am Ende noch das Timing dann drin haben, dass ich auch noch die Münze kriege, gell? Das kommt ja auch noch dazu. Deswegen sollte man das auch langsam mal drauf haben. Das ist auch immer der Witz, wenn man auch so ein bisschen sagen kann, was ist jetzt wirklich schwer an einem Level? Meistens ist es nur eine Stelle, die halt wirklich schwierig ist. Und deswegen sind halt Leute dann halt gefrustet davon, weil sie dann immer sagen, oh, ich muss jetzt diese Stelle hier nochmal am Anfang machen, wie hier zum Beispiel. Und ja, und dann würden sie am liebsten halt das Ganze abspeichern und halt erst an der Stelle weitermachen, die schon, also die man noch nicht geschafft hat. Aber dann sag ich mir persönlich auch wieder, wo bleibt dann der Schwierigkeitsgrad? Der ist ja dann nicht vorhanden in dem Sinne. So, das ist vom Timing her ein bisschen komisch gerade. Na. Also die Stelle hier mit dem Springen ist auch noch so eine Sache. Okay, jetzt haben wir ja die. Okay, das ist genau das Timing hier jetzt, okay. Ah, alles klar, dann haben wir es ja. Okay. Aber ganz ehrlich, Leute, ich glaube, keiner der reagiert in dem Moment super schnell darauf, noch an die Münzen da dran zu kommen, während man dann noch die Flagpole dabei berührt, ja. Oder man springt halt vorher irgendwie versucht an die Münze zu springen und berührt die Flagpole dann deswegen nicht und fällt deswegen. Aber gut, wir haben es ja, gell? So, nächstes Level hier, auf der Flucht. Als ob wir nicht schon längst auf der Flucht waren die ganze Zeit. Also immer noch rumlaufen. Okay, das. Okay, also ich predikte mal. Entweder ist es ein Wasserlevel, wo man dem so einen Stachelfisch abhauen muss. Oder es ist ein Level, wo es darum geht, dass man vielleicht der Lava entkommen muss oder sowas. Weil es nach unten geht halt. Oh, es ist doch ein Wasserlevel. Achso, das ist damit gemeint. Okay, alles klar. Aber was ich mich gerade frage. Ich meine, gut, solange man Feuerblumen hat, ist es einfach. Kommt er immer da links raus oder ist da links auch was? Wartet mal, müssen wir gerade mal gucken. Aber ich glaube, da ist nichts. Das war ein bisschen dumm, aber ich habe ja noch die. Okay, also der ist dann nur da, dass er dann da erscheint. Okay. Und ansonsten bin ich genauso schnell wie er. Bin ich. Ne, er ist leicht schneller. Okay. Also früher oder später muss man ihn dann doch mal abschießen. Bevor er einen aufsnackt hier. Na. Und man möchte natürlich die Münzen noch haben, gell? Das Level ist jetzt wieder, also wenn man es mal im Vergleich hat, das ist wieder ein bisschen mehr random, sage ich mal. Und wie hätte ich hier durchkommen können? Oder kann er die Gegner fressen? Frage ich mich gerade. Kann er theoretisch die Gegner fressen? Oh, verdammt. Und da oben ist auch noch. Achso, die habe ich gerade bekommen, okay. Aus irgendeinem Grund ist sie gerade rausgekommen. Nee, achso, der macht sie kaputt. Okay, alles klar.
Also er berührt was und dann geht's kaputt. Okay. Okay. Na. Nein, geh weg. Aber irgendwie gefällt mir das Level trotzdem, auch wenn es ein bisschen angsteinflößender ist als... Okay, die verfolgen mich auch. Eieiei. Also das Level davor. Na toll. Das ist natürlich klar, dass es hier ein bisschen schwieriger wird, wenn wir hier verfolgt werden, gell? Na toll. Ich habe jetzt so auf die Münzen da unten geachtet, gell? Aber gut, das Level ist auch nicht super lang. Also die Level sind wirklich nicht lange. Vielleicht sollte ich hier an der einen oder anderen Stelle erstmal einen Punkt speichern. Also hier, wenn ich die Münzen dann habe, erstmal weitergehen. So, das sehen wir dann schon mal. Im VIP-Pilz-Rodeo. Und die Wolken wieder. Mopsi, bleib stehen! Ich muss die schnappen. Einfach nur, weil ich es kann. Oder ich versuche zumindest mal. Das ist wirklich so ein Speedrun-Ding. Also wirklich ohne Witz. Was ich da überlegt habe für die Leute, die halt nicht unbedingt Speedrun gewohnt sind. Okay, die Gegner sind hier so ein bisschen sehr gemein hier vom Platzierungen her, sag ich mal. So, ich habe ja gelernt, dass er stehen bleibt, gell? Ja, der wartet extra. Vielleicht brauchen wir hier einfach nur spezielle Stellen, wo man halt leichter dran kommt, sag ich mal. Aber da macht es mir nicht leicht hier gerade. Wo? Das war gemein. Okay, das Level ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, da werde ich dann auf einen Stern zurückgreifen müssen. Einfach, weil so viele Gegner einem im Weg stehen. Er kann ja durch Gegner durchlaufen. Wir haben hier leider den Nachteil, dass wir halt um Gegner drumherum laufen müssen. Aber ich habe trotzdem mal einen Spaß hier, den einzufangen, bin ich ganz ehrlich. So, na verdammt. Wenn man halt irgendwann mal ja, das Level dann nach und nach dann draußen hat, dann weiß man, wo man nicht unbedingt stehen bleiben muss, um am Gegner dran vorbeizukommen. Ja, also man merkt schon, ist schon Absicht gewesen, dass man es vielleicht gleich machen sollte, nachdem man ihn gesehen hat. Aber ich ging halt im ersten Moment davon aus, dass es halt dafür gedacht war, wie es halt beim ersten Teil schon war, dass man wirklich hier, dass er immer wieder kommt. Das ist der Gedanke. Oh. Der Goomba ist jetzt wirklich genau in dem Moment gesprungen, weil die Musik da eingesetzt hat, gell? Oh. Er haut ab. Haut er jetzt komplett ab, oder? Es hat eher ausgesehen, als wäre er zurückgesprungen, gell? Wartet mal. Na. Drück L. So rum. Nee, da ist es abgehauen. Okay, wenn man ihn dreimal nicht kriegt, dann ist er weg. Okay, dann muss ich beim dritten Mal dann doch mal auf den Stern zurückgreifen. Na gut, dann haben wir das zumindest mal gesehen, dass es auch so ist, dass er einfach einem davonläuft. So, und dann gehen wir mal zu unserem Fisch. Also beim Fisch, bei dem Level hier muss ich persönlich sagen, das finde ich jetzt persönlich sogar noch ein Ticken schwieriger als das davor. Weil hier dieser leichte Random-Aspekt dazu kommt, dass man hier, dass man halt gucken muss, wie die Fische schwimmen und wie halt der große Fisch schwimmt. Vor allem, weil ich hier jetzt auch gleich von Anfang an hier ein Power-Up brauche. Was am Ende beim großen Fisch egal ist, weil egal, ob ich klein oder groß bin, der frisst hier einen komplett. Deswegen muss halt gucken, wie ich hier jetzt erstmal durchkomme. Ah, Mist. Ich muss vor allem ein bisschen mal gucken, wie das war mit dem... Na, mach kaputt. Also im Prinzip ist es relativ einfach, ihm auszuweichen. Also wie ich an die zweite Münze gekommen bin, weil die kam da irgendwie rausgesprungen. Na. Nein, da hat mein Pilz gefressen. Was ein Penner. Achso, die Münze kommt hier hoch und runter. Das war das. Okay, alles klar. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, wenn der Fisch da ist. Und deswegen habe ich eigentlich gemeint mit dem, vielleicht ans Ziel kommen und dann erstmal hier, Ja, so kannst du natürlich auch gerne machen. Dass man vielleicht erstmal diese Münze dann speichert, dass man die dann weg hat, in dem Sinne.
So, diesen lässt du meinen Pilz in Ruhe. Na, das ist natürlich sehr schwierig auszuweichen bei denen hier. Na, ich meine, der besiegt zwar auch alle. Ich glaube, ich gehe erstmal ans Ziel, dass ich die Münzen speichere. Das ist so der Gedanke für mich jetzt hier. Einfach nur, damit man halt das, dass wir die erstmal weg haben. Weil wenn ich jetzt da runtergehe und da trotzdem fehlt, dann muss ich ja die Münzen trotzdem wiederholen. Das ist für mich gerade der Gedanke. Dann mache ich das lieber nochmal, ein zweites Mal. Und kann dann an der einen Stelle, wo man die mittlere Münze da warten muss, dass ich da gleich loskomme. Wisst ihr, was ich meine? Immer ein bisschen safe spielen, dann passt das. Aber ich mag es trotzdem, das Level. Okay, also immer zwei Wege für jeweils ein Pilzhaus. Und die Pilzhäuser sind ja auch aus dem Grund absichtlich da, damit man halt sich da Power-Ups holen könnte, damit man es halt ein bisschen einfacher hat. Aber ihr seht ja, das Level ist an sich jetzt nicht auch super schwierig, weil ihr habt ja gesehen, wie schnell ich eigentlich durchgekommen bin durch das Level hier. Es ist halt eher der Gedanke, dass ich hier leicht gefressen werden kann. Na, das war jetzt dumm von mir. Man muss ja trotzdem immer so ein bisschen warten, bis er einem den Weg öffnet, gell? Der Witz ist ja natürlich auch, wenn er schneller ist. Wenn er aber zubeißt, dann kriegt er einen trotzdem nicht unbedingt, gell? Na, Achtung, nicht von den Chip-Chips treffen lassen. Na, toll. Und was mache ich? Ich lasse mich vom Chip-Chip treffen. Weil ich halt ein bisschen verpeilt bin. So. Na, das ist natürlich jetzt ganz dumm hier die Stelle. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt, weil die Chip-Chips so im Weg sind. Okay, ich nehme alles zurück. Das Level ist schwer. Ich hatte nur Glück vorhin. Oh Mann. So, her mit dem Pilz. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich irgendwie nach unten komme, ohne dass ich mich dabei halt jetzt noch treffen lasse. Damit ich zumindest vielleicht einen Treffer safe habe. Sag ich mal. Na. Okay. Na, ein Kleiner hat überlebt. Verdammt. Ah, es hätte fast geklappt, aber ich wäre da unten, glaube ich, nicht mehr rausgekommen. Ja. Aber hat es leider nicht geklappt, gell? Verdammt. Komm, einen Versuch noch. Gib mir doch die Blume da unten. Na, das war klar. Okay, also, wenn man nicht schwimmt, ist man zu langsam, um ihn auszuweichen. Ich wollte sagen, noch ein Versuch, gell? Das ist der letzte Versuch. Oder machen wir jetzt nochmal Mopsy? Okay, komm, wir machen zum Schluss jetzt nochmal Mopsy. Aber ich hole mir dann jetzt gleich einen Stern, um ihn zu machen. Also wenn er nicht weglaufen würde, wäre es ja egal. Aber wenn er wegläuft, dann habe ich ihn am liebsten lieber sicher, bin ich ganz ehrlich. So, und wir wissen ja, das Level ist natürlich schon ein bisschen gemein, was das angeht, hier mit den ganzen Gegnern. Ich darf halt nur nicht runterfallen. Das kommt noch dazu. So, einmal auf B. Einen Stern mitnehmen. So. Einfach nur, damit man es ein bisschen einfacher macht und damit man auch einen Grund hat, warum man die Items dabei hat, gell? Mopsy, bleib stehen. Ich muss dich fangen. Einfach nur, weil du scheinbar zu 100% zählst, in dem Sinne. Guck mal, wie leicht es ist, wenn er viel zu schnell ist. Okay, alles klar. Das meine ich halt in dem Sinne, dass es halt in dem Sinne, ja, ich wiederhole mich wieder in dem Sinne, gell? Dass es halt keine Herausforderung ist, in dem Sinne immer noch, gell? Weil man es sich dann halt super einfach macht, ja? So. Okay. Du hast Mopsy in jeder Welt erwischt. Herzlichen Glückwunsch. Okay, also das zählt dann. Also es wurde zumindest erwähnt, dass wir in jeder Welt geschafft haben. Okay, alles klar. Dann haben wir ihn dann auf jeden Fall geschafft, gell? In dem Sinne. Schon wieder in dem Sinne. Das ist mein Lieblingswort. Keine Ahnung. Dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von New Super Mario Bros. U sehen wollt oder auf meinen anderen Let's Plays. Ohne nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.